Hallo, darf ich Sie bitten, sich mal kurz vorzustellen? Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Ingo Diefenbach. Ich arbeite bei der Westnetz GmbH, einem der großen oder der größte Verteilnetzbetreiber für Strom und Gas in Deutschland. Ich leite dort den Bereich Qualität und Sicherheit und bin insbesondere für den RWE-Konzern für das Thema Standardisierung Elektromobilität. Ah, super interessant. Was würden Sie sagen, warum Normung so wichtig ist? Ja, aus meiner Sicht ganz wichtig. Als wir mit dem Thema Elektromobilität anfingen in 2008, war für uns ganz klar, dass Laden von Elektrofahrzeugen soll genauso einfach sein wie das Tanken heutzutage, auch das Bezahlen dazu. Und insofern war es einfach für uns wichtig, diesen Prozess oder die Standardisierung dort eben in die Richtung zu führen, dass man einheitliche Stecker, einheitliche Bezahlsysteme und so weiter hat. Und genau auf dem Weg sind wir jetzt. Okay. Was ist denn das Besondere für Sie Sie sind ja immer noch in der Normung aktiv, ne? Was ist denn das Besondere daran? Das Besondere an der Normung ist, dass Normungsarbeit, ich sagte das heute Vormittag schon mal, gar nicht so trocken ist, wie man das vielleicht meinen könnte, auch wenn man natürlich viel Papier hat, aber man hat auch sehr viel mit Menschen zu tun. Normungsarbeit übersetze ich immer mit technischem Lobbying, weil es ist letztlich eine Form, wie man sozusagen verschiedene Meinungen, verschiedene Technologien auch integrieren muss, zu Lösungen führen muss, und insofern ist das auch eine sehr anspruchsvolle und interessante Aufgabe. Das sehe ich genauso. Wenn Sie heute noch mal jung wären, würden Sie denn noch mal was anders machen oder würden Sie alles noch mal genauso gleich tun, wie Sie es jetzt gemacht hat, jetzt natürlich arbeitstechnisch, normungstechnisch? Also wenn ich heute noch mal ganz jung wäre, ja, und noch mal ganz neu anfangen würde, ich glaube schon, ich würde wieder mich sehr intensiv auch der Normung widmen. Man würde vielleicht mit der Erfahrung, die man jetzt aus knapp 20 Jahren Normungsarbeit hat, das eine oder andere sicherlich anders machen. Also insbesondere eine Erkenntnis ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich sozusagen nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auf europäischer oder gar internationaler Ebene an der Normungsarbeit zu beteiligen, weil dort im Wesentlichen die Entscheidung beeinflusst wird. Natürlich ist das System so gebaut, dass es von unten nach oben hierarchisch aggregiert, aber letztlich, wir erleben das immer wieder, die Entscheidungen werden letztlich doch auf internationaler Ebene auch getroffen.